Herzlich willkommen zu Sport und Abenteuer. Mit diesem Video möchte ich euch kurz und knapp über die wichtigsten Kauftipps zum Thema diebstahlsicherer Rucksack informieren. Doch bevor wir starten, schaut einmal unterhalb des Videos unter www.sport-und-abenteuer.de, denn dort bekommt ihr noch viele weitere wichtige Kauftipps und Produktinformationen. Und wir starten direkt mit Tipp Nummer 1. Achtet bei einem diebstahlsicheren Rucksack immer auch auf einen Reißverschluss mit Schloss. Das gibt es heute bereits schon integriert. Das heißt, ein Reißverschluss, den ich kombiniert mit einem Steck- oder Sicherheitsschloss nochmal absichern kann. Das heißt, wenn ich den Rucksack aufhabe, irgendwo unterwegs bin, mir niemand von hinten, weil ich es vielleicht auch nicht merke, im Gedränge auf einer engen Fußgängerzone oder sonst wo den Rucksack aufmachen kann, um die Sachen herauszuholen. Genauso wie ich vielleicht den Rucksack irgendwo auch mal ablegen kann, im Zelt oder am Strand, ohne dass jemand da rangehen kann und kann einfach mit einem schnellen Öffnen meinen Rucksack leeren. Tipp Nummer 2, achte natürlich auch auf viele Fächer, grundsätzlich außen, aber auch innen. Dass ich, wenn ich vielleicht irgendwo unterwegs bin, den Rucksack irgendwo liegen lasse oder entsprechend wieder auf einer sehr menschendichten Straße unterwegs bin, vielleicht auf die Außenfächer verzichten kann, die nicht zu befüllen und alles innen in den Rucksack reinzupacken. Unbedingt darauf achten. Tipp Nummer 3, achtet auch auf ein schnittfestes und robustes Material. Also, dass ich nicht mit einem kleinen, einfachen Messer oder scharfen Schlüssel das Ding irgendwo aufreißen kann und kann die Sachen rausholen. Es sollte ein gutes, festes, robustes Material sein, was ich nicht mit einem einfachen Messer irgendwie oder einer einfachen Klinge irgendwo öffnen kann. Zumindest da ein bisschen für Sicherheit sorgen. Tipp Nummer 4. Achte darauf auf einen zusätzlichen Bauchgurt. Das heißt, wenn ich den Rucksack umhabe und nicht damit rechne, dass mir jemand vielleicht den Rucksack in einer unbedachten Situation einfach abreißt und davonrennt, sodass ich ihn, wenn ich ihn nochmal mit einem Gurt entsprechend fixiert habe, erstmal diesen Gurt vorne mit einer eigenen Öffnung nochmal aufmachen müsste. Nochmal ein kleiner Sicherheitsgurt sozusagen. Und Tipp Nummer 5, achte auf das gute alte Geheimfach. Und zwar im Außenbereich. Das heißt, wenn ich schnell irgendwo an den Rucksack greifen muss und nicht die Chance habe, ihn abzunehmen und drin rumzuwühlen, und bis ich die Sachen habe, sondern schnell griffbereit was haben müssen, möchte es aber nicht offensiv haben, dann eben ein kleines unauffälliges Geheimfach, was irgendwo so integriert ist, dass man es von außen nicht sieht und nur selber weiß, wo es entsprechend fixiert ist. Wenn ihr weitere Informationen haben wollt, dann schaut unter www.sport-und-abenteuer.de rein. Besucht uns auch bitte auf unserem YouTube-Kanal unter Sport und Abenteuer, abonniert uns und schaut euch noch viele weitere interessante Kaufratgeber-Videos an zum Thema Camping, zum Thema Sport, zum Thema Freizeit und vieles, vieles mehr. Und nun viel Spaß mit eurem diebstahlsicheren Rucksack. Wir hoffen, das heutige Video hat Ihnen gefallen. Zum Abonnieren des Kanals klicken Sie hier. Für weitere interessante Videos klicken Sie hier.